war darüber, dass so ein dynamisches Publikum da war, so ein offenes und kritisches Publikum. Das Thema Integration muss natürlich erstmal positiv beleuchtet werden, aber man darf auch die negative Seite vergessen. Und das Positive natürlich daran ist, dass die Leute die Kultur fördern, Kultur und Identität. Jeder Mensch, der nach Deutschland kommt und Deutschland lebt, egal wie lange er hier lebt, hat das Recht darauf, seine eigene Identität zu haben, zu pflegen und auszubauen, ohne dass er diskriminiert wird. Wir brauchen eine Akzeptanz. Genau. Und auf der anderen Seite sind natürlich auch einige Ängste da. Man muss aufpassen, dass man nicht mit seiner Identität und mit seiner Kultur sich nur mit den Leichnamigen handelt. Genau. Man braucht die gesunde Durchmischung. Richtig. Und deshalb darf es nicht zu Parallelgesellschaften kommen, wie es in einigen Teilen, zum Beispiel in Deutschland, schon da ist, auch in Köln oder in Berlin. Parallelgesellschaften, das darf es hier nicht geben. Ich fand auch ganz gut, dass du die doppelte Stadtbürgerschaft angesprochen hast. Ja. Ich habe ja persönlich Erfahrung auf dem. Ich komme ursprünglich aus Bosnien-Herzegowina, meiner Familie, und habe 21 Jahre die bosnisch-herzegowinische Staatsbürgerschaft getragen. Ah, okay. Und bin aber schon seit 8 Jahren politisch engagiert, seit dem 15. Lebensjahr. Habe mehrere Wahlkämpfe gemacht, bin politisch wirklich in allen Ebenen aktiv, Vorsitzender der JUSOS, der Jugendorganisation der SPD, aber darf selbst nicht wählen. Und musste mich im Endeffekt dann entscheiden, meine heimische Staatsbürgerschaft abzugeben, die Staatsbürgerschaft meiner Eltern, um die deutsche zu nehmen, um politisch aktiv und passiv Wahlrecht zu haben. Wunderbar. Und das muss man verändern. Ich habe jetzt nur noch eine Frage. Und zwar, ich hätte mir aufgeschrieben, der Vizekanzler hat angesprochen, dass man sich doch bemühen sollte, die Leute oder die Deutschen, die nicht so gut integriert sind oder nicht so gut dastehen, dass man sich mehr um die kümmern müsste. Wie bitte? Dass die Leute sich nicht integrieren wollen, dass sie sich integrieren, da meint die Leute, die Angst vor diesen Menschen haben, dass man sie wieder für uns gewinnt. Richtig, dass man die Menschen wieder für die SPD und für die Grünen gewinnt. Das sind ja meistens Menschen, die sozial schwach sind oder aus einem... Die Angst vor Einwanderung haben. Meinst du? Ja, genau. Das sind ja meistens oftmals Urdeutsche, die einfach nicht auf Rosen gebettet sind. Also es ist ein langer Prozess auf jeden Fall, weil viel Vertrauen auch verloren gegangen ist. Da muss man natürlich auch selbstkritisch auf sich blicken. Denn wir müssen schauen, was sind die Probleme. Sie sagen, wir sprechen ja auch davon, Sie haben es selbst gesagt, das sind meistens sozial schwache Menschen. Das heißt, wir müssen Politik machen für Menschen, die sozial schwach sind. Und was sind die größten Spannungsfelder, was sind die größten Probleme? Einmal sozialer Wohnungsbau, bezahlbarer Wohnungsbau. Wir müssen Jobs schaffen, die auch gut bezahlt sind. Wir müssen eine Situation ermöglichen, beziehungsweise eine Situation schaffen, wo keine Konkurrenz vorhanden ist zwischen Flüchtlingen und sozial schwachen. Sozial schwache Menschen dürfen sich nicht schwächer fühlen als Flüchtlinge. Wenn Flüchtlinge zum Beispiel 300 Euro staatliche Hilfe erhalten, weil die Menschen, die zum Beispiel arbeitslos sind oder nicht viel verdienen, vom Staat halt nur 200 Euro noch zusätzlich drauflegen. Das heißt, wir müssen versuchen, am sozialen Ausgleich zu arbeiten und den Menschen zu helfen, die es wirklich notwendig haben. Aber dabei natürlich nicht den Menschen die Hilfe zu kürzen, die zum Beispiel herkommen. Das wäre nicht sinnvoll. Das heißt, man muss mehr Geld in die Hand nehmen und noch mehr investieren und die breite Gesellschaft erreichen. Man darf das wirklich nicht ignorieren. Und wenn Menschen Angst haben, heißt es nicht, dass sie automatisch rassistisch und diskriminierend sind. Sondern wichtig ist, dass man mit den Menschen auch offen und ehrlich spricht. Dankeschön. Ja. Wunderbar. Punkt 2 ist, offensiv und offen mit Konflikten umzugehen. Das ist auch ganz wichtig. Deshalb auch nochmal ein Lob an die Gruppe, an die Workshop-Gruppe, die offen, ehrlich, dynamisch, aber auch kritisch diskutiert und sich auch getraut hat, zu sagen, was solche Konflikte sind. Ein großer Konflikt ist zum Beispiel Angst vor Parallelgesellschaften. Deshalb sollte man, deshalb waren wir der Meinung, dass man die Durchmischung, dass man stark auf die Durchmischung schauen sollte, im Wohnraum, in Schulen. Wir hatten auch einen jungen Schüler, der nach vorne gegangen ist, 15 Jahre alt, und hat gesagt, in der Schule gibt es Probleme zwischen unterschiedlichen Ethnien. Wie können wir schaffen, diesen Konflikten entgegenzuwirken? Und Punkt 3 ist es, das geht, glaube ich, direkt an die Verwaltungsmenschen hier bei uns am Tisch, die Verwaltungsstarrheit. Man muss der Verwaltungsstarrheit entgegenwirken. Was bedeutet das? Mehrere Punkte wurden genannt. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass man die doppelte Staatsbürgerschaft ermöglichen muss. Warum muss ein Mensch seine Staatsbürgerschaft abgeben, um hier volles Recht zu bekommen politisch? Das ist doch ungerecht. Das war bei uns eine ganz klare Haltung. Punkt 2 ist es, wenn man zum Beispiel mit Flüchtlingen arbeitet und Menschen, die eine erfolgreiche Integration durchlaufen sind, warum kann man diese Menschen nicht als Vorbilder nehmen und sie in die Sozialarbeit stecken? Warum müssen wir warten, bis neue Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ausgebildet werden? Okay, ich würde gerne mit Herrn Schostock beginnen, der hat vorhin gesagt, dass er sich
Ja, im Grunde drei Statements gehört. Einmal das Thema Anspruch auf Kultur, dann der offenen Umgang mit den Konflikten und dann der Verwaltungsstarrheit, also mit Flexibilität entgegenzutreten. Wie würden Sie kurz dazu Stellung nehmen? Also diesen Begriff Verwaltungsstarrheit lehne ich erstmal ab. wenn ich den Inhalt höre, dann merke ich, worum es geht. Das geht wirklich um das Thema so Interkulturalität auch anzuerkennen und ein Mensch, der mit einer bestimmten Herkunft hierher kommt, dass man ihm auch gegenüberbringt, er kann das, was seine Wurzeln ausmacht, das muss er hier nicht abgeben und ablegen, sondern es gibt sogar vielleicht eine Möglichkeit, seine Zuwanderungsgeschichte auch hier so mit reinzubringen, dass wir die in der Gesellschaft eben auch als Bereicherung erleben und erfahren. Also ich muss nicht unbedingt in einen Urlaub in ein Land fahren und dort etwas über das Land lernen. Ich kann das auch von den Menschen, die hier zugewandert sind, lernen. Und sowas, so eine Botschaft eben auch mal rüberzubringen. Ich habe jetzt den letzten Punkt nicht mehr mit der Verwaltungsstarrheit. Das war ja doppelte Staatsbürgerschaft und das zweite war von Sozialarbeiter. Das heißt, ach so, genau, ja. So ein Weg wollen. Ich will es an dem praktischen Beispiel sagen. Wir haben, als wir jetzt das Konzept Stadtbezirksrat Mitte, die Aktiven dort haben das Konzept vorgestellt, hallo. Wir haben dort mal eine Lösung jetzt auch für das Maritim, dass wir das mal ausprobieren. Wir haben 10 Sozialpädagogen vor, dort jetzt zu beschäftigen und wir werden 6 sozialpädagogische Hilfen, Unterstützer dort reinnehmen. Und da geht es gar nicht um eine Abwertung dieser Tätigkeit, sondern wir werden interkulturell erfahrene, berufserfahrene in bestimmten Bereichen dort bewusst auswählen, die hochqualifiziert sind, diese Tätigkeit auszuüben, die natürlich nicht das Diplom haben oder die den Bachelor nicht haben da drin, sondern die im Prinzip das auch mitbringen sollen, was von dir auch als Forscher oder von eurer Gruppe als Vorschlag auch gemacht worden ist. Wir erleben das auch, dass wir im Prinzip eine Multiprofessionalität, dass die gut tut, dass die dort, wo sie in Schulen realisiert wird, dass sie der Schule gut tut, dass sie auch in Erziehungseinrichtungen, Bildungseinrichtungen der Kinderbetreuung auch gut tut. Und da machen wir jetzt auch mal genau diesen Versuch, das zu öffnen. Das finde ich ausgesprochen wichtig. Ich bin absolut für gute sozialpädagogische Ausbildung und Abschlüsse. Es kann aber gut sein, wenn jemand, der gerade vor 2 Jahren seinen Abschluss gemacht hat, wenn der auch mit multiprofessionell anderen Teams zusammenkommt. Ich glaube, das ist wirklich sehr gut, auch für solche Einrichtungen, dass man da gemeinsam professionell das Thema der Integration angeht. Vielleicht ganz schnell, das ist nicht Verwaltungsstaat, sondern das Rechtsstaatsprinzip. Und wir wissen, dass Rot-Grün 2002 ein Integrationsgesetz machen wollte, wo diese Dinge drin waren, ist nicht durchgekommen. Und der Bundesgesetzgeber schreibt unserer Verwaltung vor, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Das habe ich eben so ein bisschen gemeint, auch Matthias Mirsch gezeigt, der im Bundestag sitzt. Und wir wissen, dass die SPD das will, wir wissen auch, dass die Grünen das wollen. Wir wissen aber auch, dass im Moment im Bundestag dafür keine Mehrheiten gibt. Deshalb, da ist einfach, das ist auch wirklich immer... Da können die Mitarbeiter der Verwaltung nichts dafür. Die müssen im Rechtsstaat die Gesetze anwenden, egal ob sie sie doof finden oder nicht. Das ist auch wie eine Blume.